Jo, hey, dann wären wir schon bei der nächsten Folge. Heute die Zusatzluftsteuerung oder den Zusatzluftschieber oder wie man auch immer dazu sagen will. Der kommt hier unten quer rein. Ja, ich habe das Ding hier ein bisschen aufgebaut. Lässt sich schön arbeiten. An Zutaten zeige ich euch gleich da drüben. Ein bisschen Blödsinn machen. Da hätten wir nun so die Zutaten für den Zusatzluftschieber. Einmal unser Flacheisen, wo ja auch schon die Platten hier draus bestehen. Winkel habe ich ja auch noch. Der war von der Rostauflage. Irgendwas, wo man das Ding nachher betätigen kann. Und eine 8er M8 Imbusschraube als Anschlag. Ich würde da mal sagen, ich lege jetzt erst einmal los, lege mal die Position und die Größe fest und danach hole ich euch wieder hinzu, nachdem ich euch schnell in etwa gezeigt habe, wie ich das vorhabe. Irgendwo hier unten aufschneiden, so komplett reinspeisen, zweite Blech oben drüber und dann zum Schieben machen. Ha, gut, das ist schwer mit einer Hand. Ja. Viel könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt noch nicht drunter vorstellen, aber ihr werdet sehen. Jo, jetzt habe ich die zwei Bleche mal soweit zurechtgeschnitten. Ja, und die Winkel kommen jetzt beidseitig links und rechts so hin und an der hinteren Seite einmal so hin. Ja, warum? Ganz einfach. Als Führung für das Schiebeblech und hinten gleichzeitig plopp als Anschlag. Ja, ich täte mal sagen, ich werde mich jetzt damit vergnügen, dass ich das Blech anzeichne, den Winkel anzeichne und das alles soweit zurechtschneide. Soweit zum Schweißen vorbereitet, zumindest eine Seite, weil, naja, extra Zangen. Da werde ich jetzt hier unten entlang schweißen, genau hier, da wo mein Daumen gerade rumäumelt. Und erst einmal punkten und dann, wenn einmal komplett durchgepunktet ist, fange ich gleich mit der anderen Seite an, das Blech auf die Seite und werde es dann auch anpunkten. Und dann später dann noch schauen, ob ich es komplett durchschweißen kann. Ich höre mich gerade blöd an. Ich habe den Helm aber halber drauf gehabt. Ja gut, den brauche ich jetzt eh nicht mehr, weil jetzt kommt der Schweißhelm. Wie gesagt, schweißen, umdrehen, andere Seite hin, schweißen und dann hole ich euch schon wieder hinzu. Dann kommt nämlich der hintere Abschluss. Leute, nicht wundern, es geht nahtlos weiter. Ich war bloß kurz vorne und naja, ich sag's euch, meine Jacke und mein Pulli haben so dermaßen gestunken vom Garraumflexen, das Fett, das Metall. Ich muss mich einfach umziehen. Naja, kurze Info am Rande, ob es interessiert oder nicht. Ich bin's losgeworden. Jo, Moment. Halte ich einfach mal schnell so drüber. Oh, jetzt muss ich auch noch das Display drehen, dass ich überhaupt was sehe. Die eine Seite habe ich angepunktet und jetzt die zweite Seite und dann werde ich gleich hier das Randstück auch noch zuschneiden und auch noch anpunkten und dann hole ich euch wieder hinzu. So sehen meine Schweißereien normal aus, wenn ich schnell schweiße. Also eine schnelle Bratrunde, ja, allerdings beim ordentlichen Material. Und deshalb war letztens der eine Kommentar, dass ich, oder dass es vielleicht doch besser gewesen wäre, den Smoker komplett vorher alles Sand zu strahlen, gar nicht so verkehrt. Gut, ich schaue jetzt mal, ob ich das Ding überhaupt noch rausziehen kann oder ob das fest drin hängt. Also ihr seht, es liegt schon größerer Hammer da. Das lasse ich jetzt erstmal komplett kalt werden.
Ja, einen halben 5 mm in etwa habe ich schon rausgebracht. Aber das ist ja kein Problem. Ich kann ja von der Platte dann noch ein klein bisschen wegnehmen, dass es dann leichter zum Schieben geht. So wäre es mit Sicherheit absolut dicht. Gut, ich habe hier jetzt mal grob angezeichnet. Da werde ich jetzt erstmal den Lack komplett wieder entfernen, weil hier wird mit dem Plasmabrenner heute wieder mal gearbeitet. Gut, sauber machen, ausdenken, wie weit ich das ausschneiden werde, weil wenn die Platte hier so drauf ist, drauf kommt, werde ich mit Sicherheit dann die Ecken noch mit anderen Blechen zumachen. Ja, sonst geht es mal das zu weit im Brennraum rein. Gut, dann tät ich mal sagen, ich bin bei der Arbeit. Tja, jetzt war ich doch wieder etwas zu voreilig mit meiner Laberei. Ich habe es jetzt doch lieber mit der Flex ausgeschnitten, weil das ist ja nicht so dick. Das ist mit der Flex ruckzuck. Hier habe ich schon mal angefangen, ein Löchlein zu bohren. Klein und groß. Für was? Später. Ihr könnt es ja nebenbei noch grübeln und überlegen. Tja, dann fangen wir mal hier an. Und siehe da, unten muss auf alle Fälle noch was raus. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Den jetzt. Jetzt geht wieder die Überlegerei los. Na ja gut, entdrahten erst einmal, noch ein bisschen weiter sauber machen. Und dann kann ich eigentlich den hier schon hier reinpumpen und nachher dann die Luftlöcher mache ich dann oder schneide ich mir dann aus dem Blech was raus. Jawohl! Learning und Entwicklung by doing. Ja. Haha. Lustig, tralala. Leute, ich mache weiter. Jo, Freunde, angepunktet, angeschweißt habe ich es jetzt schon mal. Und jetzt heißt es auf beiden Seiten den Spalt zuzukriegen. Und da werde ich mir eben aus dem Blech, was ich da rausgeschnitten habe, irgendwas zurechtschneiden. Erst einmal oben, unten, links, rechts und dann die Seite. Wobei es. Ja, naja. Ich schneide mir jetzt erstmal Blechle zurecht und dann zeige ich sie euch. Jo, zwei Bleche schon mal zurechtgeschnitten. Die kommen jeweils links und rechts da so von unten rein. Hier schneide ich noch ein bisschen weiter aus. Andere Seite. Und da schneide ich dann ebenfalls hier noch ein bisschen weiter aus. Dürften Luftzug gut tun. Gut, ich schneide jetzt noch schnell aus. Punkt, brat die Bleche gleich unten rein. Außenschweißen, Innenschweißen, je nachdem. Und dann mache ich die Bleche oder erst die da oben. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Jodele, oben habe ich schon mal die Bleche angepunktet, unten auch. Von unten stelle ich dann den Smoker komplett hochkant zum Schweißen. Obenrum werde ich so gleich fertig schweißen. Und jetzt bastle ich mir noch Bleche für hier außen. Da habe ich das erste schon hier liegen und halbwegs angezeichnet und das andere hier, ja, ihr erkennt die Linie nicht, ich weiß es, die hier. Da werde ich das jetzt alles zurechtschnibbeln, ja, und dann schauen wir mal, wie wir die Blechle dann nachbringen. Jo Leute, da geht gerade richtig was vorwärts. Ja, wieder mal schön fett gebraten. Und jetzt schweiße ich, brate ich noch unten entlang, beidseitig. Dann ist das Ding schon so weit fest und dann können wir probieren, nochmal den Schieber rauszutun und noch zwei, drei Kleinigkeiten, bevor es dann wirklich am Plasmaschneider geht. Freunde, ich sag's euch, das war eine rechte Batzelei jetzt unten drin, weil so von unten nach oben, aber egal, sollte hoffentlich dicht sein. Und jetzt hoffe ich, dass ich irgendwie noch das Ding rauskriege.
könnte sich um eine längere Aktion handeln. Heiliges Blechle, stundenlanges Schlagen später. Jetzt hoffe ich, dass ich hier kein Mist gebaut habe. Wegen Plasma schneiden, weil da habe ich noch diese Schicht drauf, aber das probiere ich jetzt ganz einfach mal aus. Sprich, hier jetzt mit dem Plasmaschneider bratz, bratz, bratz das Ding rausschneiden. Ja, meine Lieben, also entweder das funktioniert jetzt gleich auf Anhieb oder ich gehe erstmal einen Kaffee trinken. So schaut es aus. Noch habe ich nicht so die Ahnung von der Scheiße. Aber irgendwann kann ich nicht. Naja, Freunde, ich spiele mich noch ein bisschen ab und irgendwie werde ich das dann schon noch fertig kriegen. Funktioniert leider noch nicht so, wie ich das will. Scheiße. So, Dalle. Arschlecken, ich habe die letzten Reste mit der Flex gemacht. Probleme könnten natürlich sein, weil ich mit der Brenndüse, was weiß ich, wie es heißt, hier aufgelegen bin und die Keramikhülse hier außen drüber gelegen ist. Moment, ich hole das Ding einmal her. Ja, das so ungefähr. Das ist nicht ordentlich die Luft durchgepustet hat, erscheint ja auch logisch, als wenn ich es direkt so geschnitten hätte, dann wäre ringsherum die Luft gepustet und hätte die Schlacke durchgeblasen. Aber so, naja, egal, ich habe es geschafft, ich habe es draußen. Ich muss mir jetzt nur noch überlegen, wie ich hier die Ränder etwas sauber mache, wahrscheinlich mit der Flex und hier seitlich mit dem Luftschleifer. Und mache jetzt soweit, dann gucke ich, dass ich da noch reinkomme ein bisschen. Ja, und dann heißt es schon, unseren Schieber weiter bearbeiten. Wobei wir auch hier das Loch nachher gleich bohren können. Ach ja, bevor ich es vergesse, das Loch hinten habe ich ein kleines bisschen weiter vorgesetzt. Und ja, jetzt muss noch ein M8-Gewinde rein. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, warum das gebohrt war? Richtig, das ist dann unser Endanschlag, dass wir das Blech nach vorne nicht rausziehen können. Wieso rutscht das Ding leer durch? Nee, geht schon. Ja, ich weiß, normal sollte man es einspannen, da bin ich jetzt viel zu faul dazu. Aber es geht so genauso. Das bisschen Gewinde da. Iha!
dann sollten wir hier die Schraube rein drehen können. Voila! Meine Fresse, soweit wäre das jetzt alles schön und gut abgeschliffen, dass da eigentlich soweit keine Kanten mehr sind. Und der Schieber will einfach nicht reingehen. Da drüben habe ich ihn gerade eingespannt. Die schleifen jetzt noch die Oberseite auch noch mit der Rotex runter. Die Unterseite habe ich schon geschliffen wie blöd. Tja, und dann probiere ich es einfach nochmal. So eine blöde Scheiße. Ja, ein bisschen faxen, dass ich was zum Lachen habe. Haha, weil ich sehe mich ja da im Display. Ha! Scheißding! Was nicht passt, wird passend gemacht. Leck mich am Arsch! Jetzt werde ich langsam echt Bock nachher. Dann ist es halt nur 100%ig dicht. Ist mir jetzt auch wurscht. Oh, geh raus! Mann, wie liebe ich eure Narren, Leute! Jetzt ist soweit! Oh, aber kein Wunder! Kein Wunder, wir haben schon wieder 20 vor 12. Ah, leck mir aber Ärmel, hey. Das darf doch nicht wahr sein. Irgendwann sollte ich jetzt echt einmal schauen, dass ich wieder früher ins Bett komme. Scheißdreck hier. Oh, Handbremse anziehen. Hätte ich vielleicht ein dünnes Blech dazwischen legen sollen oder so, wo ich das Winkeleisen da drauf gesetzt habe und verschweißt habe. Ich glaube, dann hätte ich die Probleme nicht gehabt. Aber wie heißt das schön? Learning by doing. Also das Ding ist gut. Geil! Geil! Leute, es schiebt! Es schiebt sich! Es schiebt sich aber immer noch zu schwer. Und da hinten geht es immer noch nicht. Nein, aber ha! Das kriegen wir auch noch hin. Zack! Zack! Und noch ein kleines Stückchen hier. Ich lasse mich doch von dem Scheiß hier nicht verarschen, Mensch! Blutige Hennerkämpf. Oh, hat das Ding die Rechnung ohne Michi gemacht? Mit mir. Hahaha. Naja, ganz hinten wurde es noch ein bisschen. Und jetzt bloß noch rausfinden, warum. Der Haufen Scheiße und Schmodder und Kladderadatsch drin. Mach ich sauber, schraub dann gleich die Schraube rein, wenn das alles läuft und funktioniert, und dann zeige ich es euch. Juhu, juhu, er ist dran. Tja, und Leute, ich kann es euch sagen, das Ding geht ganz leicht auf. Man braucht bloß einen Holzscheit oder einen Schlaghammer. Ja, zumindest in der ganz geschlossenen Position. Hier geht es sehr leicht. Schauen wir uns das Ganze mal von drinnen an. Na? Ui, es geht auf, es geht auf, es geht auf, es geht auf. Und wenn diese Zusatzluft nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Ja, Schublade. Bin ich jetzt echt immer noch am Überlegen, ob ich eine machen soll oder nicht. Grillrost tiefer setzen.
im Moment auf alle Fälle noch nicht. Sorry Klaus, aber den Wunsch erfülle ich dir jetzt einmal noch nicht. Aber, ich werde das Ding morgen anfeuern, Leute. Ja, Moment, jetzt fällt mir noch was ein. Ich wollte ja noch ungefähr wissen, hui, 12 durch. Ich wollte ja noch ungefähr wissen, wie weit das Thermometer Richtung Grillrost ragt. Das messe ich mir hier schnell aus. Und zwar haben wir hier knappe 8 cm. Sind ungefähr in der Höhe. Ja, das sind mal 5 bis 6 cm über dem Grillrost. Das sollte eigentlich in Ordnung sein. Wie gesagt, sieht man das mit den Blechen da drin jetzt so? Ja, 1, 2 und Moment. Kram, Kram, Krusch. Hui, jetzt habe ich noch ein drittes hervor. Und wenn ich jetzt eventuell, wenn ich das so mache, dann könnte ich sogar noch ein viertes rein machen. Moment. Jo, das war's aber dann. Das werde ich schön im Nebenraum reinlegen, an der Pfosten, an der Säule und dann. Würde, Leute. Und in die Löcher eben die Bleche reinmacht. Nee, andersrum. In die Bleche die Löcher reinmacht. Weil die könnte ich dann so machen, dass ich die jederzeit rein und rausnehmen kann. Grübel. Tja. Aber jetzt probiere ich es morgen erst einmal ohne. Moment. Jetzt probiere ich das Ganze morgen erstmal ohne diese Winkerle. Dann mit 2 Winkerle, 3 Winkerle, 4 Winkerle. Langsam werde ich blöd. Und je nachdem, wie es funktioniert, kann ich auch noch auf ein Lochblech umsteigen. Die Winkerle anbohren. Wir werden sehen. Learning und Entwicklung by doing. Das Übliche halt. So, Freunde, aber ich denke mal jetzt definitiv soll es wieder mal genug Material für eine Folge sein. Die ist ja eigentlich auch abgeschlossen. Ah! Wächst den Kamin hier, weil der ja letztens so war und nicht so. Das Ding hier, ja, Vorführeffekt ist immer noch oder ist leicht drehbar, weil das hier bloß so verpresst ist. Also sprich, wenn ich den Kamin das nächste Mal draufschraube, lasse ich die Schrauben locker drehen so hin, dass er wieder nach vorne zeigt. Ja, und dann passt er wieder. Aber jetzt, 5 nach 12, ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß auch nicht einmal, ob ich das Video heute noch mache. Keine Ahnung. Wir sehen uns. Bei der nächsten Testbefeuerung morgen. Ciao.